Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Host Europe geschrieben, welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Host Europe GmbH Erfahrungen. Host Europe Webmailer. Die Host Europe Group Ltd. ist ein Hosting-Anbieter, der unterschiedliche Services anbietet. Vom Webhosting über Server, Domains bis hin zu E-Mail-Lösungen und mehr. Ich will heute in meinem Host Europe Erfahrungsbericht darüber sprechen, was genau das Unternehmen bietet und wie zufrieden ich mit den Leistungen bin. Über die Host Europe GmbH. 1997 schon wurde die Host Europe Group gegründet, die aber anfangs noch verschiedene Namen trug. Die Gründer Mike Behrendt und Uwe Braun nannten es zu Beginn One-to-One GmbH. 2001 erfolgte der Verkauf an die Host Europe PLC. Seit April 2017 gehört die Unternehmensgruppe zu der GoDaddy Group. Host Europe zählt über 1 Million verwaltete Domains, 250.000 Privat- und Geschäftskunden und 46.000 virtuelle Server im Einsatz zu ihrem Portfolio. Die Rechenzentren liegen in Köln und Straßburg, wo man durch maximale Energieeffizienz vom grünen Hosting spricht. Der Strom stammt aus erneuerbaren Quellen und das Zentrum in Straßburg erhielt sogar einen grünen Stern. Damit ist es eines der sichersten und grünsten Rechenzentren in ganz Europa. Die Qualitätsansprüche bei Host Europe sind durchgehend hoch. Neben ihrem Umweltbewusstsein arbeiten sie auch sonst nur mit hochwertigen Marken zusammen und haben dort Partnerschaften. Hewlett Packard Enterprise, Dell Microsoft und Intel gehören zum guten Ton. Host Europe Leistungsspektrum. Host Europe kann mehr als nur Webhosting und E-Mails, aber das schauen wir uns mal genauer an. Webhosting. Bei dem Anbieter gibt es verschiedene Varianten des Hostings. Zum einen kann man zum Beispiel ein Paket mit WordPress Hosting wählen. Die beliebte Software WordPress zum Erstellen von Webseiten und Co. ist dabei schon vorinstalliert und man kann sofort loslegen. Das Hosting beginnt hier bei 4,99 € monatlich. Das normale Webhosting ohne WordPress beginnt bei 3,99 € monatlich. Inklusive hier sind zum Beispiel 25 GB Webspeicherplatz, 10 GB E-Mail-Speicherplatz, SSL-Zertifikate, 5 MySQL-Datenbanken inklusive Inode, DB und mehr. Es gibt keine Vertragslaufzeit und eine Kündigungsfrist liegt bei 4 Wochen. Einen Webserver bekommt man ab 19,99 € monatlich. Bei dem kleinsten Paket sind 100 GB Festplattenspeicher inklusive, beliebig viele MySQL-Datenbanken und man bekommt eine eigene IP-Adresse. Hier gibt es eine Vertragslaufzeit von mindestens 12 Monaten. Bei dem Angebot Webserver Dedicated wird das Management vom Anbieter übernommen. Die Datenbanken liegen auf SSD-Festplatten und mit RAID 10 mit höchster Sicherheit der Daten garantiert. Server. Es gibt unterschiedliche Host Europe Server. Zum Beispiel bekommt man ab 149 € im Monat einen Private Cloud Server mit 12 Kernen, 48 GB RAM und mehr. Damit kann man eine eigene Cloud-Infrastruktur für öffentliche und private Netzwerke erstellen. Root-Server sind ab 39 € monatlich erhältlich. Root-Server sind das Beste aus zwei Welten. Dedizierte Ressource mit dem Komfort einer virtuellen Lösung. Der virtuelle Server von Host Europe startet bereits ab 9,99 € im Monat. Automatische Backups, Monitoring und SSL sind inklusive. Virtuelle Server sind ideal für Webseiten, Online-Shop, komplexe Anwendungen und Datenbanken. Host Europe Domains. Einfach die Wunschdomain suchen und man bekommt sofort ein Preisangebot. Die .de-Seiten beginnen bei 79 Cent monatlich, .com bei 1,29 €, .blog ab 2,99 € und .shop bei 3,99 €. Zu den Domains kann man jederzeit ein Webhosting-Paket oder E-Mail-Hosting-Paket dazu buchen. Jegliche Domains lassen sich bequem online verwalten. Viele Domains unterstützen bereits die neuen IPv6-Adressen. Auch SSL-Zertifikate kann man bei diesem Anbieter kaufen. Preislich fangen sie bei 2,49 € an. Ein SSL-Zertifikat gibt einer Webseite Seriosität und schützt zudem vor Nachahmern und Phishing-Angriffen. Sicherheit. Wer sich eine einfache Datensicherung wünscht, der kann ein Online-Backup erstellen lassen. Daten, Anwendungen und sogar komplette Betriebssysteme werden dann in der Cloud gespeichert. Von dort aus kann man dann die Daten immer auf jeder Hardware wiederherstellen lassen. Man hat unlimitierten Speicherplatz für PC und Mac mit einer flexiblen Vertragslaufzeit von nur 1 Monat. Mit Sitelock kann man seine eigene Webseite und dessen Besucher schützen. Dazu gehört täglicher Scan von Malware und dessen Entfernung, Schutz vor Google Backlisting und man bekommt ein Sitelock-Vertrauenssiegel. E-Mail und Office. Hier bietet Host Europe ebenfalls ein Gesamtpaket mit einem Mail-Server, der sich ideal eignet für den professionellen E-Mail- und Datenaustausch. Darin kann man bis zu 3000 Postfächer erstellen und 6000 Adressen vergeben. Wer nur eine E-Mail-Adresse haben möchte für die private Nutzung, bekommt diese ab 99 Cent. Office 365 ist eine Kombination aus Microsoft Office und professioneller E-Mail-Software, Homepage und Online-Shop. Host Europe bietet einen Homepage-Baukasten, wo man sich eine eigene Homepage zusammenstellen kann. Um einen Baukasten wie diesen zu verwenden, sind keine Webdesign-Kenntnisse notwendig. So
sodass damit im Prinzip jeder arbeiten kann. Man hat auch die Möglichkeit, sich einen kompletten Online-Shop zu kaufen, wo man aus 50 anpassbaren Vorlagen wählen kann und diese individualisieren kann. Im SEO-Cockpit kann man den Shop auch für Suchmaschinen optimieren. Host Europe Test, mein Host Europe Review. Der Teil über das Leistungsspektrum ist doch etwas länger ausgefallen, als ich anfänglich gedacht hatte. So hat jetzt zumindest jeder einen Überblick, was man dort für Leistungen beanspruchen kann. Leider habe ich natürlich nicht jede einzelne geprüft und getestet, aber zum Host Europe Webhosting kann ich meinen Senf dazugeben. Damit bin ich zum Glück sehr zufrieden, nachdem ich vorher damit immer wieder Probleme hatte und lange auf der Suche war. Wie es dann so ist, läuft es meistens über Empfehlungen. Ein Freund von mir, der sich wesentlich besser auskennt, meinte, dieser Service gut sei und auch nicht zu überteuert. Auf sein Wort habe ich mich verlassen und es hat mich nicht enttäuscht. Ich habe mich für das WordPress-Hosting entschieden, da ich so oder so vorhatte, mit WordPress zu arbeiten. So hat man auch die Bequemlichkeit, dass alles direkt installiert und eingerichtet ist. Für mich die ideale Kombination und ein perfekter Einstieg für Anfänger, wie ich es bin. Was mir auch sehr gelegen kommt, sind die automatischen Backups, die täglich erstellt werden. Wie ich mich kenne, zerfetze ich sonst mit einer Einstellung die komplette Homepage oder sonst was. Unbegrenzter Traffic und kostenloser Support sind ebenfalls Teil des Paketes. Den Support werde ich früher oder später bestimmt auch noch auf Herz und Nieren testen, aber bis jetzt hat alles so geklappt, dank Google und viel Zeit und Schweiß. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.